Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um den Autofokustest. Und zwar haben wir das Sigma 150-600 Sports zusammen mit der Canon EOS R6 Mark II getestet. Einmal haben wir nur das Objektiv verwendet, einmal haben wir den 1,4-fach Telekonverter verwendet und einmal haben wir den 2-fach Telekonverter verwendet. Also wir haben alle diese Kombinationen ausprobiert und eben dann geschaut, wie sich der Autofokus verhält. Zusätzlich haben wir die R7 noch verwendet und die hat eben den 1,6-fach Crop-Faktor und da haben wir geschaut, lohnt sich besser eine APS-C-Kamera oder die R6 Mark II in Kombination mit dem 1,4-fach Telekonverter. Unser Test-Setup haben wir aufgebaut in unserem Foto-Hide. Das haben wir eigentlich für die Winterfütterung eingerichtet, jedoch eignet sich das ja auch super, um im Sommer die Jungvögel so zu fotografieren. Buntspecht, Meisen, Kleiber und Mann. Eichelhäher. Wie wir das Foto-Hide überhaupt aufgebaut haben, seht ihr oben in der Infokarte. Doch nun zu den Abständen. Vom Foto-Hide weg befindet sich ein Tisch und zwar 4 Meter weit entfernt. Danach folgt ein Baum mit 8 Metern und zu guter Letzt eine schöne fotogene Wurzel mit 14 Metern Entfernung. Und ihr seht schon an den Abständen, einen Telekonverter verwenden wir einfach nur bei geringen Abständen. Es sind maximal 20-30 Meter je nach Motiv. Alles darüber hinaus, da macht eigentlich für uns Telekonverter keinen Sinn mehr. Das heißt, man kann schon einen Telekonverter hernehmen, wenn der Gamsbock zum Beispiel 100 Meter weg ist. Die Fotos sind dann aber meistens unbrauchbar. Was aber eben spannend ist, wenn das Motiv nah ist und man möchte dann einfach noch mehr Details aufs Bild bekommen, dann eignen sich die Telekonverter und wir schauen uns jetzt eben an, wie der Autofokus dann mit dieser Kombination funktioniert. Lasst uns doch einmal gemeinsam einen Blick auf die Autofokusgeschwindigkeit werfen. Zuallererst haben wir diesen Baum mit den 8 Metern Entfernung einmal fokussiert. Weitere 10 Meter dahinter befindet sich ein zweiter Baum. Bei uns schaut der Test so aus, dass wir einfach zwischen den zwei Bäumen hin und her fokussiert haben. Bei 600 mm ist es so, dass wenn man fokussiert, ist das Motiv sofort scharf. Bei 840 mm, sprich mit einem Telekonverter 1,4, wird der Autofokus schon eine kleine Spur langsamer. Vergleicht man das noch mit den 1200 mm, also mit einem Zweifachkonverter, dann wird der Autofokus schon spürbar langsamer. Vergleicht man nun den Autofokus der R6 Mark II und der R7, dann stellt man fest, dass die beiden Kameras eigentlich gleich auf sind in Bezug auf die Geschwindigkeit des Autofokus. Hierbei beachte man aber nicht die unterschiedliche Ausführung des Fotografen. Hier hat sich ein Vorteil der R7 herauskristallisiert, weil die Kamera mit dem 1,6-fach Crop-Faktor etwas schneller vom Autofokus ist als wie die R6 Mark II mit dem 1,4-fach Telekonverter. Also etwas schneller und eine Spur näher dran. Im Foto-Hide angekommen haben wir nicht lange warten müssen. Wir haben Nüsse verteilt und dann sind natürlich sofort die jungen Buntspechte gekommen. Und da haben wir mit dieser Kombination Canon EOS R6 Mark II und dem Sigma 150-600 Sports einmal blank fotografiert. Das Objektiv ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen und da wollten wir einfach wissen, wie sich das Objektiv, wie sich der Autofokus eben mit dieser neuen Technik schlägt. Werfen wir einen Blick durch den Sucher, da sehen wir, der Autofokus, der trifft den Buntspecht sehr gut. Er ist in den meisten Fällen auf dem Kopf bzw. auf dem Auge des Buntspechts. Es fällt aber hin und wieder auf, dass der Fokus leicht vom Motiv wegspringt und zwischen den einzelnen Aufnahmen wieder unscharfe Aufnahmen dabei sind. Wenn wir jetzt diese Aufnahmen zum Beispiel in Lightroom mal vergleichen, wir sehen, es sind unscharfe Bilder, viele dabei, unscharf, unscharf, unscharf und dann greift der Fokus wieder und dann ist wieder ein scharfes dabei, dann ist wieder sehr scharf, dann sind wieder ein paar unscharf, also der Fokus, der springt ein bisschen und ja, das ist ganz normal. Der Autofokus vom Objektiv kommt da nicht mehr mit der Geschwindigkeit von der R6 Mark II hinten nach und deshalb haben wir da ein bisschen den Ausschuss. Man muss allerdings auch sagen, bei 40 Bilder pro Sekunde, das ist auch kein Problem, wenn zum Beispiel die Hälfte unscharf sind und die Hälfte scharf sind, dann hat man immer noch genügend Fotos dabei, die was man sehr gut verwenden kann.
Bei 840 mm verstärkt sich dieses Verhalten natürlich. Man muss allerdings sagen, wenn der Fokus sitzt, dann passt es. Aber man hat viel mehr unscharfe Bilder und der Autofokus fängt schon einiges mehr an zu pumpen. So, und wenn wir jetzt den Zweifach-Telekonverter draufschrauben, dann haben wir sage und schreibe 1200 mm und das ist richtig viel Brennweite, also man kann den Vogel dann sehr nah ranholen. Da sieht man dann allerdings wieder, der Autofokus tut sich um einiges schwerer. Der Fokus trifft zwar auf das Auge, er fixiert das Auge, aber auch wenn der Autofokuspunkt am Auge ist, sieht man, dass immer wieder einfach unscharfe Bereiche dabei sind. Das heißt, der Autofokus, der macht da so Sprünge. Und auch wenn man auslöst, man sieht dann immer wieder unscharfe Bilder zwischendrin, aber hin und wieder ist dann wieder ein scharfes Bild dabei. Wenn wir jetzt in Lightroom sind und einmal die bloße Aufnahme mit 600 mm vergleichen und einmal die Aufnahme mit 1200 mm vergleichen, dann sehen wir schon, die 600 mm Aufnahme ist natürlich super scharf. Bei 1200 mm ist es auch scharf, aber nicht mehr so knackscharf. Das heißt, wir haben jetzt mit 13, also mit Offenblende 13 fotografiert. Dann sieht man schon die Detailschärfe, der Mikrokontrast, der geht ein bisschen verloren. Aber man kann das ja dann noch mit Bildbearbeitungsprogrammen nochmal rausholen. Und dann war unser persönliches Highlight. Ein junger Eichelherr hat uns besucht. Dieser hat auf der Wurzel Platz genommen, die, wie bereits angesprochen, 14 Meter von unserem Fotoheit entfernt ist. Der Autofokus hat das Auge richtig schön fixiert. Manchmal hat sich der Autofokus etwas irritieren lassen, und zwar von dem starken Kontrast der Feder, also von dieser stark gemusterten Feder des Eichelhäers. Aber man kann sagen, der Autofokus hat eigentlich kaum gepumpt, er hat einen richtig guten Job gemacht. Auch wenn es der Autofokus ziemlich auf diese Feder abgesehen hat, kann man sagen, dass der Vogel trotzdem scharf war, weil es einfach auf der gleichen scharfen Ebene alles stattgefunden hat. Wenn wir das Ganze jetzt in Lightroom ansehen, dann stellen wir fest, dass manche Fotos natürlich etwas unscharf sind aufgrund des Pumpverhaltens des Autofokus, jedoch sind eigentlich die meisten sehr brauchbar und der Fokus passt. Spannender für den Autofokus wurde es dann, als die jungen Kohlmeisen vorbeigekommen sind. Die Kohlmeisen sind blitzschnell, die sind total flink und da hat man sogar als Fotograf Probleme, den Vogel überhaupt einmal ins Bild zu bekommen und da hat natürlich auch der Autofokus seine Probleme, diesen flinken Vogel zu erwischen. Der Autofokus hat sich am Körper orientiert, hat dann den Kopf gegriffen und im besten Fall ist der Fokus sogar aufs Auge übergesprungen und hat das Auge dann fixiert. Da muss man allerdings wieder sagen, dass der Autofokus ebenfalls dieses Pumpverhalten gezeigt hat und einige Fotos unscharf sind. Wenn wir jetzt den Zweifach-Telekonverter draufgeschraubt haben, sind die kleinen Kohlmeisen natürlich sehr groß im Bild. Da ist es auch wieder so, viele Fotos sind unscharf, aber wenn ein Foto scharf ist, dann hat man eben richtig viele Details und das Gefieder kommt richtig gut zur Geltung. Eine richtige Challenge wurde es dann für den Autofokus, als wir mit dem Zweifach-Telekonverter einen kleinen jungen Kleiber fotografiert haben. Dieser saß ca. 10 Meter entfernt in einem kleinen Busch. Eine richtig süße Szene, als der Jungvogel nach Futter bettelte. Es war deswegen so schwierig, weil der kleine Vogel durch den Vordergrund etwas verdeckt wurde. Jetzt ist es für eine Kamera ohne Konverter von Haus aus schon eine große Challenge. So hat sich der Autofokus aber etwas schwer getan. Man sieht es auch bei den Bildern im Nachhinein. Es sind ganz, ganz viele unscharfe Bilder. Man sieht direkt bei den Bildern, wie der Autofokus nach dem Bild oder nach dem Motiv gesucht hat. Es sind Gott sei Dank ein paar gute, brauchbare Bilder dabei, aber der Ausschuss ist schon etwas beachtlich. Später ist dann nochmal ein Buntspecht vor uns gelandet, und zwar bei ca. 5 Metern Entfernung. Der Autofokus hat sofort gegriffen bei 840 mm, also mit dem 1,4-fach Telekonverter. Er hat zwar nicht das Auge fokussiert, aber dafür sofort den Rücken. Und da es die gleiche Schärfeebene war,
sind die Fotos auch natürlich scharf. Man sieht, der Telekonverter ist im Nahbereich sehr interessant und wie bereits angesprochen oder wie es der Manuel bereits gesagt hat, verwenden wir den Telekonverter für weitere Distanzen nicht, weil natürlich die ganze Luftverschmutzung, das ganze Flimmern und alles, was man eben nicht haben will, verstärkt wird. Weil die Canon EOS R6 Mark II in Kombination mit dem 1,4-fach Telekonverter einen richtig guten Job macht, haben wir diese Kombination eben nochmal mit der Canon EOS R7 verglichen mit dem bloßen Objektiv. Da ist eben der Buntspecht vorne auf einem Querast bei 8 Meter gesessen und da haben wir einfach mal Fotos gemacht. Wenn wir jetzt die beiden Fotos in Lightroom miteinander vergleichen, könnt ihr euch ein eigenes Bild machen, welches Bild gefällt euch besser bzw. welches Bild ist schärfer. Man sieht ein bisschen, bei der R7 sind die Farben ein bisschen anders, aber sonst geben sich die beiden Kameras nicht viel. Wenn wir jetzt noch anschauen, wie wir die Aufnahme gemacht haben, fällt auf, dass sich die R7 minimal leichter getan hat mit dem Fokus als die Canon EOS R6 Mark II in Kombination mit dem 1,4-fach Telekonverter. Weil dort ist er wieder ein bisschen gesprungen. Natürlich, das Springen haben wir bei der R7 auch, aber ist vielleicht ein kleiner, minimaler Unterschied. Ihr seht jetzt die beiden Videos und könnt euch auch ein eigenes Bild machen, was ihr von den beiden Kombinationen haltet. Bevor wir jetzt zu unserem Fazit kommen, möchte ich noch ein paar Worte über das Objektiv verlieren. Wir sind super zufrieden mit dem Sigma 150-600, sowohl Sport oder auch Contemporary, aber man muss dazu sagen, die Objektive, sie haben einfach schon ein paar Jahre auf dem Buckel und können mit der schnellen Geschwindigkeit der neuen Kameras nicht mehr ganz mithalten. Dennoch, wenn der Autofokus trifft, wie ihr in den Beispielen gesehen habt, dann stimmt auch die Bildqualität und die Schärfe sitzt. Jetzt ist allerdings noch die Frage, lohnt sich ein Telekonverter mit diesem Telezoom-Objektiv? Unsere klare Antwort, ja. Ja. Mit den beiden Telekonvertern ist es so. Mit dem 1,4-fach Telekonverter haben wir mit diesem Objektiv eine Offenblende von 9. Wenn wir jetzt allerdings den 2-fach Telekonverter verwenden, sind wir schon bei einer Blende von 13. Und wir haben ja die Vögel beim Hyde fotografiert, das ist mitten im Wald, da ist sonst schon nicht sehr viel Licht vorhanden. Das heißt, da geht natürlich gleich die ISO rauf. Dementsprechend wird auch die Bildqualität durch die Telekonverter schon schlechter. Und dann noch durch die physikalischen Eigenschaften des Telekonverters wird das Ganze natürlich ein bisschen... Ja, der Mikrokontrast fehlt einfach. Aber wenn wir jetzt die Anna fragen, was ist wieder der Vorteil für die Telekonverter? Beachtet man die Megapixelanzahl der EOS R6 Mark II, so stellt man ja fest, dass diese ja nur 24 hat. Speziell in der Tierfotografie oder auch wenn man Vögel fotografiert, will man ja immer nahe am Motiv sein. Mit 600 mm ist es natürlich möglich, aber wenn man die fertigen Bilder hat, dann sind die Vögel doch meistens noch etwas klein. Mit 24 Megapixeln fällt das Kroppen also ziemlich schwer. Deshalb greifen wir gerne zum Telekonverter. Das ermöglicht uns, dass wir nicht viel kroppen müssen und wir nehmen es dann auch in Kauf, dass die Bildqualität ein wenig geringer wird. Aber für uns ist das dann auch nicht das größte Problem, weil wir bearbeiten ja im Nachhinein noch unsere Bilder. Und wie wir diese bearbeiten, seht ihr wieder oben in der Infokarte. Wie wir im Video gezeigt haben, haben wir die Telekonverter bei bewegten Motiven eingesetzt. Wie schaut das Ganze jetzt aus, wenn man aber ein Motiv hat, was sich nicht bewegt? Beispielsweise die Eule. Bei der Eulenfotografie ist der Telekonverter ein Traum. Man kommt ein Stück weit näher ran und man benötigt keine schnelle Verschlusszeit. Deshalb kann man auch die ISO drücken und dann entstehen super scharfe Bilder, weil man zusätzlich auch noch manuell fokussiert. Und da finden die Telekonverter bei unserer Fotografie den Haupteinsatzzweck. Wenn euch Telekonverter interessieren und ihr euch gefragt habt, ob ein Telekonverter überhaupt Sinn macht mit dem Sigma 150-600, dann hoffen wir, dass wir mit unserem Video euch ein bisschen geholfen haben, dass ihr das ein bisschen besser einschätzen könnt, wie der Autofokus funktioniert, wie die Bildqualität ausschaut. Und ja, wir verwenden von Canon Version 3 die Telekonverter, sind da eigentlich super zufrieden. Hinterlasst doch einen Kommentar, ob ihr auch Telekonverter verwendet und wenn ja, mit welcher Kombination. Zusätzlich würde uns noch interessieren, wie eure Meinung zu unserem Setup aussieht und generell zu unserem Video. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ein Abo würde uns auch noch supermäßig freuen. Und wir hoffen, dass ihr wieder einschaltet und wieder mit dabei seid bei unserem nächsten Video. Bis dahin alles Gute und liebe Grüße vom Wildlife Duo Tirol. Ciao, ciao, macht es gut und Dankeschön. Woo!
Das ist der Dele! Wow. Converter! Dele Dance! Haben wir jetzt alle Inhalte eigentlich dabei? Ja. Sagst du? Ja. Haben wir die Videos auch? Ja. Okay. Passt!